Da sind wir wieder. Jetzt habe ich den Start ein bisschen verpasst. Ich wollte heute noch was schreiben, aber es hat sich dann zu lange entpuppt. Das ist meine Wahlstrecke. Also die wollte ich gerne fahren und die ist auch drangekommen. Ich wollte noch aus... Oh, das war knapp. Ich wollte noch rausspringen aus dem Wheelie, aber es hat dann nicht mehr geklappt. Ach, und dann werde ich... Es läuft im Moment aber auch einfach alles gegen mich im Moment. Aber da muss man sich dann halt auch rauskämpfen. Man macht dann selber auch zu viele Fehler, als dass das hier irgendwie... Ach, die geht natürlich sofort hoch. Das war hier zum Beispiel nicht schlimm. Ja, er ist stehen geblieben ganz normal wegen einer Wolke. Das macht jeder und dann fahre ich rein. Das ist auch nichts, wo ich mich beschwere. Das andere war halt Rumgetrolle und das geht halt gar nicht. Nur um das nochmal festzuhalten. So, jetzt setze ich den Stern hier ein. Ja, komm. In der Hoffnung, dass ich noch ein gutes Item kriege für die lange Gerade dann. Ja, damit lässt sich doch leben einigermaßen. Und da ist ein Bowser ganz weit vorne auf seiner Heimstrecke. Der ist natürlich ja schon fast uneinholbar vorne. Ja gut, da kommt jetzt ein Blauer. Das ist natürlich optimal. Wow, aber knapp. Ah, und den Funky machen wir einfach mal platt. Und jetzt über die enge Brücke hier. Haben wir ihn erwischt? Ich weiß es nicht. Und wir werden auf 1 groß geblitzt. Was gibt's Besseres? Jetzt läuft gerade ganz gut für uns. So, und jetzt können wir versuchen, unser Rennen vorne zu machen. Jetzt haben wir nämlich eine Fakebox und die legen wir jetzt einfach hier in die Kurve. Und die Fakebox ist schön breit und ja, der zweite ist reingefahren. Habt ihr es gesehen auf dem Radar? So, und es gibt halt einfach so viele Kurven hier, wo das so gut machbar ist. Jetzt hier auch. Ja, das war jetzt scheiße. Und jetzt kann ich eigentlich nur hoffen, dass der zweite reinfährt. Aber es wird ja, glaube ich, nicht. Nee, da sind sie vorbeigekommen. So, noch eine Runde. Und da kommt ein Blauer. Das ist sehr ärgerlich. Jetzt haben sie mich wieder. Gucken, ob ich mich noch mal ein bisschen absetzen kann. Ist natürlich schwierig gegen den Funky. Und dann erwische ich kein Item. Und er hat eins, das habe ich gehört. Und dann ist der Pilz einfach, liegt der Pilz einfach richtig schlecht und ich komme gegen die Wand und werde runtergeschubst. Und jetzt bitte nicht noch. Boah. Er hätte jetzt geweint. Goldpilz ist auch in Ordnung. So, ja. Ärgerlich, ärgerlich. Wir hatten es in der Hand und. Ja, da darf ich nicht gegen ihn fahren. Das ist ein grober Fehler. Wenn ich schon mit einem Leichtgewicht fahre, dann darf ich da nicht so doof und so naiv gegen ihn fahren. Das ist natürlich... Es läuft einfach nicht. Mann, es ging so gut. Egal, plus 55 und ja, noch 2 Rennen, denke ich. Dann haben wir die 7000, dann machen wir Schluss für heute. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ich habe gepfiffen. Ich glaube, das hat sich scheiße angehört. Und jetzt sind wir hier mal auf einer Strecke, wo ich ein bisschen Glück haben kann. Es hat jetzt zwar schon zweimal während dieser Aufnahmesession nicht geklappt mit dem Glück auf dieser Strecke. Ach, das... Da war jetzt blöd, aber gut. Nein, 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 ich... Das hätte eigentlich ganz gut klappen können, aber... Ja, egal, wir kriegen jetzt wieder ein Item. Schön wäre natürlich ein Blitz, aber... Auf 8, nee. Setzen wir uns einfach mal nach vorne, damit wir erstmal da vorne sind. Und dann gucken wir weiter, wie wir es machen. Da habe ich noch keinen tieferen Plan. Da sind wir jetzt ganz gut gefahren hier. Okay, damit gehen wir die erste Abkürzung hier gleich, ja. Ich denke nämlich, es kommt mit der Zeit ein Blitz und dann würden wir den Pilz so oder so verlieren. Ich habe überlegt, ob ich mir hier eine Abkürzung nehme, aber es ist alles in allem, Pi mal Daumen, nimmt sich das nicht viel, denke ich. Ja, und da ist auch schon der Blitz.
Wir sind auf 2, kriegen eine Green Shell. Versuchen mal den Funk. Oh, die war aber auch gut. Die nicht getroffen hat, wundert mich aber. Ah gut, der Funky kriegt eine blaue ab. Ja, und so ein Knochenbohrer mit so einem Mega-Kart, da sind wir natürlich sofort im Gras, im Offroad. So, jetzt die hebe ich mir jetzt mal auf. Ich poker jetzt einfach. Insofern, dass wenn eine blaue kommt, ich sie eventuell dodgen kann, wenn ich mich nicht zu dumm anstelle. Und ich stelle mich zu dumm an. Und es ist auch mega schwierig einfach, weil... Ach, schade. Ah, es läuft einfach gerade nicht. Es... Ich habe es nicht geschafft, diese blöde blaue zu dodgen. Es ist aber auch ein bisschen schwierig, weil ich halt den Sound verzögert habe und man hört es halt so gut. Und dann setzt man den ein und ich höre es halt nicht und muss es irgendwie abschätzen und es ist schon brutal. Egal, wir haben wieder 60 Pluspunkte bekommen, auch wenn die Rennen nicht ganz so gut sind. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Es geht auch schon direkt los. Die habe ich mir gewünscht. Was heißt gewünscht? Die habe ich gewählt und die ist dran gekommen. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier reißen können. Ja, manchmal. Es ist halt im Moment, sind hier richtig viele Schwergewichte unterwegs. Vor allen Dingen der Knochenbowser da vorne, der hat mich schon einige Mal erwischt. Es ist gerade so ein bisschen schwierig für mich. Jetzt kann ich die Abkürzung nicht fahren. Boah, war das knapp. Ja, da war ich zu weit draußen bei der Abkürzung. Beziehungsweise... Das kann ich nicht ganz so gut. Das ist ja was... Ich habe ja das LP von Neo Sun LPM geguckt. Also das MKV-LP. Ich habe eigentlich... Oh ja. Wenn er anfängt zu reden, boah, dann ist vorbei. Ich habe ja vom LP Markus, habe ich ja das LP geguckt. Mario Kart Wii. Und... ohne jetzt hier irgendwie, das soll jetzt nicht abwertend klingen oder so, ich habe es gerne geguckt. Ich fahre ja im Moment auch nicht besser, er hat halt so seine Probleme. Was ich aber auch voll und ganz jetzt verstehen kann, denn so ein LP ist dann nochmal was anderes wie Privatfahren. Auf jeden Fall hat er halt echt oft und hier mal kleine Fehler gemacht und da. Aber dieses an diesen blauen Viechern da rumgrinden, keine Ahnung wie ich es nennen soll. Das konnte der wie eine 1. Das war so perfekt. Ja, und ich kann es halt nicht. Das ist irgendwie komisch. So, ein Goldpitz, der uns irgendwie überhaupt nicht so nach vorne gebracht hat. Aber wir sind wieder dran. Und wir schnuppern hier bessere Platzierungen. Letzte Runde. Wir könnten vielleicht jetzt ein gutes Item gezogen haben. Ja. Aber den Knochen trocken... den Knochenbowser zu rammen wird doch nicht das Problem sein. Okay, danke. Das war knapp. Ich bin zwar mega weit hinten. Aber eventuell mit dem richtigen Symbol könnte das noch was werden. Ja, einen Stern habe ich mir jetzt nicht so vorgestellt. Aber ich setze ihn jetzt einfach mal ein. Und schau mal, wo er mich hinträgt. Jetzt die Kurve gut nehmen. Komm rum, komm rum. Nein, da wurde einer... Ja, 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 ja. Ja! Dritter, komm schon. Podestplatz, das muss es sein. Jawohl, endlich mal wieder Dritter. Und da haben wir es. Und ein Rennen machen wir noch zum Abschluss. Ein Rennen noch. Und dann, habe ich meine Session vorbei. So, da sind wir beim letzten Rennen dieser Aufnahmesession. Für euch waren es verschiedene Parts. Und zum letzten Rennen tanze ich hier noch eine Runde mit dem Alligator. Ich würde sagen, jetzt legen wir los. Lassen wir die beiden da mal unter sich.
Und ich denke, auf der Strecke ist der kleine Rückstand nicht ganz so schlimm, den können wir schnell schließen. Wir werden jetzt wahrscheinlich ein recht gutes Item kriegen. Ja, gut, das wollt ihr eigentlich nicht. Naja. Ich könnte jetzt mal versuchen, den Docksprung zu machen. Einfach, um ihn euch zu zeigen. Ich habe ihn verpasst. Lassen wir das. Aber ich nehme jetzt die Abkürzung. Hier ist eine Abkürzung, die ist richtig. Die bringt es richtig. Und dann fahren wir kurz rein und dann können wir den Bullet Builder einsetzen. Und dann haben wir jetzt mal den Knochen Bowser da richtig geowned. Aber ich glaube, er ist nicht runtergefallen, leider. So, das kleine Tänzchen am Anfang. Mit dem Alligator. War schön, dass du mitgefahren bist. Wie gesagt, für alle anderen, die jetzt auch Lust bekommen haben. Ich habe euch ja gesagt, wie es jetzt laufen wird. Und ja, ich habe halt nicht alle im Kopf und ich habe nicht alle im Kopf, die jetzt Lust haben dazu, und vielleicht werden es ja auch mit der Zeit noch ein 1, 2, 3, 4 mehr, die Lust haben. Einfach eine PN schreiben, am besten meinen FC schon enden und dann gucken wir mal, wie sich das so alles anbietet, und dann werde ich irgendwann mal, falls es dann mehrere Leute gibt, 3, 4, 5, die mitfahren wollen, werde ich irgendwann mal einen Termin posten und sagen, hier, ich gehe jetzt hin und ihr könnt joinen und fertig. So. Da habe ich dem Ali nochmal mit der roten abgeknallt. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Da wurde ich dann vom Bullet Bill getroffen. So, gucken wir mal, was wir hier kriegen. Ja, setzen wir ein, komm. Irgendwie noch nach vorne kommen. Der ging kurz, aber gut. Wenn wir jetzt einen Pilz kriegen würden, wäre ich zufrieden. Ah, ich wollte die Kurve gerade eng machen. Und nein, jetzt ist das Item auch weg. Ja, das war wieder ein gefressenes Rennen. Da können wir nicht mehr viel reißen. Ja, jetzt haben wir komplett abgelost. Jetzt werden wir zum Abschluss auch nochmal letzter. Ist das nicht schön? Oh, vielleicht doch nicht. Okay, vorletzter. Hoffentlich rutschen wir nicht wieder unter die 7000. Das wäre nicht so gut. Ich würde sagen, auf den Punkt, oder? Wir haben die 7800 Punkte. Die 9000 waren unser Ziel mit Knochen trocken. Wir beenden das Ganze jetzt hier. Es war eine sehr schöne Aufnahmesession. Wie gesagt, danke an Ali, dass er mitgefahren ist. Und ich sag einfach mal, wir sehen uns dann im nächsten Video irgendwo. So, da sind wir wieder. Letztes Rennen, Luigi's Piste. Ich habe gerade zwar schon gesagt auf Wiedersehen, aber ich habe verpasst auf OK zu klicken. Und deswegen wurden wir... nochmal reinge... Leckt mich doch an. So, da hinten fährt ein Cornel. Das ist Emirhan. Ich weiß nicht, ob er noch... der hat mich mal irgendwann abonniert. Ich weiß nicht, ob er es immer noch ist. Vielleicht sieht er diese Videos ja auch. Schöne Grüße. Dir sei aber gesagt, wenn du mich nochmal so trollst, dann kriegst du auf YouTube einen Blog und keine Ahnung. Also sowas nervt halt einfach. So, gut. Dann konzentrieren wir uns hier nochmal, um so ein bisschen eine gute Platzierung zu kriegen. Ich hätte ja Lust, den Ali aus dem Video zu... Ich bin so blöd. Ah, haben wir gut genommen. War gar nicht so schlecht. Und... Ich habe die grüne gesehen und... Ja, kein Symbol. Ich habe die grüne gesehen und dachte mir nur so... Nein, bitte nicht. Aber ja... Daraus wurde dann wohl nichts. So, jetzt komm. Nein, 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 nein. Kann der Maxi-Pilz nicht eine Sekunde länger halten? Dann wäre ich jetzt Erster, Zweiter. Ich krieg trotzdem noch plus 53, aber es ist...
beschämt mich ein bisschen. Naja, hier ist jetzt wirklich Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe jetzt geschlagene 1,5 Stunden aufgenommen. Ihr habt das ja gesehen in den letzten Parts. Ich hoffe, es hat alles geklappt. Wenn nicht, dann werdet ihr das hier nie sehen, aber ich hoffe schon. Ich bedanke mich bei euch. Ich verabschiede euch. Bis zum nächsten Mal. Es war euer Cornel. Tschüss. Und diesmal aber wirklich.